Darf ich vorstellen, das ist der Zerstörer von Survival Deutschland, gemacht von Schmiedeglut. Und wenn du wissen willst, was dieses Teil kann, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der René Rossmann vom Survival Shop Release. Schön, dass du dabei bist. Da ist er, unser Zerstörer von Survival Deutschland, vom Stefan Hinkelmann entwickelt, gebaut und gemacht von Schmiedeglut. Ein sehr, 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 sehr schönes Messer. Ist es nicht. Das würde ich gerne dazu sagen. Stefan, solltest du das Video jemals sehen? Es ist so, das Messer ist extrem hässlich. Aber ich habe das Gefühl, dass es gut funktionieren wird für diese Aufgaben, die es gemacht ist. Das sagt mir mein Gefühl, aber ich habe noch nichts damit gearbeitet. Ich habe es ausgepackt, habe jetzt einmal kurz damit gehackt, vor dem Video nur ganz kurz. Aber ich habe noch keine Idee. Also ich bin ganz offen und auch ganz objektiv, so wie ich das immer bin. Das Messer ist sauber verarbeitet. Es ist schön kopflastig, man kann es an mehreren Positionen nehmen, das werden wir uns dann auch gleich anschauen. Was ich gleich einmal überhaupt nicht leiden kann, aber das liegt nur an mir, das ist das hier. Also ich kann diese Teile, diese Fingergriff einfach nicht leiden, aber das liegt nur an mir. Das heißt nicht, dass das Messer schlecht ist, aber das mag ich grundsätzlich nicht, aber das macht nichts. Es ist sicher, ja? Du kannst nicht nach vor fahren, ja? dass du beim Arbeiten, zum Beispiel, wenn du hackst, geht das Messer ohnehin nach vor und du musst es hinten übernehmen. Und das macht auch dieser Griff hier, das ist super. Und ich glaube auch, sollte man wirklich einmal, das ist sicher, das ist super. Hinten hat Schmiedeglut, so wie sie es sehr, sehr gerne machen, ganz einfach, ja, da weiß nicht, wie das prozesstechnisch geht, es schaut sehr gut aus, hat den Nachteil, dass die Feuerstahlbedienung nicht gegeben ist, aber dafür kann ich das hier vorne tun, da kommen wir dann noch einmal dazu. Ja, und ja, da kannst du ein Bändchen durchgeben, was bei so einem Messer sicher Sinn macht, ja, dass man es noch weiter hinten nehmen kann, um Zug aufzubauen, aber du siehst gleich einmal eines, es ist krumm, also das ist meine Kontrolllinie. Und das Messer, wenn ich es hier ganz hinten nehme, hat diesen Winkel. Das heißt, der Zug geht viel früher, also die Kraft geht viel früher rüber. Wenn ich es hier hinten halte, ist der Winkel, meine Kontrolllinie, schon ein bisschen enger und dann natürlich wird das Ganze immer gerader. Das heißt, hier hinten werde ich extrem viel Zug haben, aber ich bin gespannt, wie sich das dann in der Realität auswirkt. Ich halte jetzt mein Maul und jetzt tun wir mal ein bisschen arbeiten, oder? Also ich bin überzeugt, dieses Messer, es ist ja auch klar ein Haumesser, das spielt seine Trümpfe ganz einfach beim Hacken, beim Hauen, beim Komma, so brav, aus. Also das ist schon gewaltig, also das merke ich, dass da einfach extrem viel Power da hinten ist. Es hat natürlich dadurch auch dementsprechendes Gewicht, also als kleines EDC-Messer, das man einsteckt, ist es nicht gedacht, aber so als Allzweckwerkzeug draußen. Aber jetzt ist natürlich auch die Frage, aber ich habe jetzt schon das eine oder andere Messer von Schmiedeglut im Einsatz gehabt, zum Beispiel das Saki, da gebe ich da oben beim i, klick da drauf, da kannst du das Video anschauen, das Saki-Video. Und ja, also ich finde das, ja, auch jetzt zum Beispiel so Schnitzzeug, ja, ist, man, okay, das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Ich meine, du musst bedenken, das Ding ist halt ein fetter Brummer. Wir werden uns dann nachher noch die Klingengeometrie ein bisschen anschauen, aber da bin ich nicht der große Experte drin, ich möchte immer ausprobieren und nicht fachsimpeln und sagen, ja, komm, und der Winkel und ein Millimeter mehr, pff, ist es im Test cool. Das sollen die machen, die Sachen entwickeln und dann bauen, ich teste. Also das ist einfach, also das macht einfach Spaß. Das ist beilmäßig. Ja. Das ist cool. Also Hacki, yeah. Geliefert wird sie in einer Kaldex-Scheide, die auch sehr schön verarbeitet ist. Also das ich hier jetzt habe, das ist alles super. Im Lieferumfang standardmäßig ist dieser Gürtelclip dabei. Decklock-Montage auf jeden Fall denkbar. Ja, also da gibt es überhaupt nichts. Ich meine, ich gebe da unten den Link auf Schmiedeglut. Das Ding hat seinen Preis, das ist ganz klar. Nur da erwartet man dann natürlich auch dementsprechende Verarbeitung. Und das Schöne ist, die ist hier meiner Meinung nach gegeben. Jetzt schau mal, wie zerstörerisch dieses Zerstörer wirklich ist. Ich habe hier hinter mir einen Haselstock, einen lebenden Haselstock. Möchte aber hinzufügen, ich bin hier auf waldurlaub.at im Buschkräfteareal. Also ich habe die Erlaubnis, das hier zu tun. Das ist Punkt A und Punkt B. Hinter dieser Kamera befindet sich so ein Platz, wo Autos stehen. Das nennt man auch Parkplatz. Und diese Haselstöcke, die wachsen da rein. Und ich mache diese Arbeit
jetzt mit diesem Zerstörer. Wenn ich sie nicht mit dem Zerstörer machen würde, diese Arbeit, dann würde das mit einer Säge gemacht werden oder mit einer Axt oder mit sonst irgendwas. Also an alle selbsternannten Umweltschützer, ich darf das hier und möchte dazu sagen, dass man halt nicht einfach in den Wald geht und irgendwas umhackt, so unsinnig, sondern ich nutze ganz einfach die Gelegenheit. So, der Haselstock, also dieser Ast hier, der ist schon dementsprechend, den kann ich eigentlich auch nicht. Den Kleinen habe ich einfach umgehackt jetzt. Ja. Also der Teil, der ist schon, der ist schon was. Jetzt schauen wir da einmal rein. Ich versuche, so, sieht man das auch schön? So, muss ich ein bisschen umstellen, Entschuldigung. So, da die Waldrebe weg und jetzt Zerstörer, zeig, was du kannst. Schau mal, das fetzt wirklich. Also. Achtung, Haselstock fällt! Wow. Naja, das ist gar nicht mal so übel. Ich meine, schau mal her, ein paar Hiebe haben gereicht, um diesen Ast da jetzt durchzuhacken. Also das hat gut funktioniert. Das hat wirklich Zug. Es ist etwas kühl jetzt aktuell. Wir haben Nebel, ein bisschen unter dem Gefrierpunkt. Und es ist nasskalt. Das Grausigste, was es gibt auf dieser Welt. Und da ist das Hacken und das Arbeiten grundsätzlich. Ich mache das jetzt natürlich ohne Handschuhe. Ich hätte auch welche, aber ich mache es absichtlich ohne. Etwas schwieriger, etwas unangenehmer. Und trotz alledem habe ich noch Grip. Das liegt wahrscheinlich an dieser Struktur hier, der Griffschalen. Man schaut einmal insgesamt den Griff an. Es ist einfach gerade. Es ist keine Bauchung oder irgendwas gegeben. Das ist interessant gemacht. Und auch den Griff jetzt insgesamt. Der Designer, Stefan, gehe ich jetzt davon aus, der hat hier nur einmal ganz kurz vorgegeben, wie man es nehmen soll, das Messer. Also nicht jetzt da noch einmal so eine Ausbuchtung und noch, das kann ich nämlich überhaupt nicht leiden. Das haben wir häufig bei Cold Steel Messer, die ich grundsätzlich auch sehr gern mag, aber besonders bei so einem Hauwerkzeug, da will ich jetzt entscheiden, wie ich das halten will. Nicht der Designer soll mir das vorgeben, so sehe ich das zumindest. Und das ist auf jeden Fall, super. Also das Ding ist wirklich... Obwohl es so kurz ist, skramerverdächtig. Wirklich, skramerverdächtig. Leider nicht im Preis, das muss man dazu sagen. Aber. Da fängt gleich die Kamera um. Jetzt steht sie wieder. Was halt nicht geht so richtig gut, das ist der Power Cut, weil ich kann da vorne nicht nehmen, weil dann stöße ich mir dieses Ding da rein. Aber da kann man jetzt noch dazu sagen, ja Rene, wozu brauchst du einen Power Cut bei dem Messer? Da stellst du auf einen Hackstock und machst boom, boom und hackst das um. Wir brauchen einen Power Cut und das ist auch richtig. Grundsätzlich, dieses Messer ist ein Hauwerkzeug. Ich könnte mir das zum Beispiel gut vorstellen beim Bogenbauen. Ja, dass man jetzt einmal hergeht und die erste Form vorgibt. Ja? Also da muss man natürlich das aufstellen und also das kann ich mir irrsinnig gut dabei vorstellen, zum Hacken, zum Hauen. Ich persönlich, und Stefan, solltest du das Video wirklich sehen, nimm mir das nicht krumm, wenn ich das jetzt sage, ich meine das überhaupt nicht böse. Ich persönlich, das ist halt nur so meine Meinung, grundsätzlich, ich wünsche mir immer bei dem Messer, dass das bis nach vor hier geht. Bei einem Outdoor-Messer, ja? Wenn der Griff eh so lang ist. Ich hätte mir das gewünscht bis hierher, die Klinge. Dadurch den Pariersteg natürlich ein bisschen länger oder was auch immer, das muss man sich überlegen, damit ich genau das hier trotzdem machen kann. Es gibt vielleicht Situationen, wo ich keinen Hackstock habe oder das einfach nicht tun kann, aber trotzdem schnell eine Lösung brauche, besonders in Survival-Situationen. Ich meine, es geht, ja, aber... Es wäre cooler, wenn ich genau da ansetzen könnte. Aber das ist nur so meine Geschichte. Also eines möchte ich gleich einmal vorweg sagen. Wenn du dir überlegst, dieses Teil zu kaufen und wirklich ein Hau-Zerstörermesser haben willst, Alter, dann bist du da auf jeden Fall gut aufgehoben. Na gut, dann wollen wir mal ein bisschen was weiterarbeiten. Und genau das ist jetzt zum Beispiel, wenn du so ein bisschen einen Hackstock hast, das ist super. Also, gut, da brauche ich keinen Power Cut. Also. Das ist das, was ich vorher gemeint habe. Ne? Wenn ich jetzt am Bogen abbauen will und einmal vorarbeiten will, immer mal die erste Form geben, ohne jetzt in die Details zu gehen und gleich einmal alles so richtig schön zu machen, einmal Form geben. Für einen Survival-Bogen, ne? Wenn ich auf die Schnelle etwas brauche. Ja? Das geht mit dem super. Also, das ist extrem einfach damit möglich, das taugt mir total. Und natürlich auch klassische
Betonarbeiten, also irgendwas spalten oder was, das macht mit dem Messer, das macht überhaupt nichts. Also das ist überhaupt kein Problem. Schaut mal die fette Klinge an, das, alles andere würde mich überraschen. Was ich auch sehr positiv finde, ist beim Hacken, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel in diesen Hackstock hier reinhaue, dann merke ich das relativ rasch bei anderen Messern. Oder grundsätzlich würde das bei dem hier auch merken. Ich hacke rein und ich kriege keine Vibration ab. Ich bin ein Kabaldundel-Syndrom-Mensch. Das heißt hier, meine zwei Gelenke, die sind irgendwie ein bisschen ja, lädiert schon seit immer, schon seit jugendlichem Alter. Und das bedeutet, ich bin da sehr sensibel. Und wenn ich da jetzt hacke, dann möchte ich diese Vibration hier nicht spüren, denn die geht ins Handgelenk weiter und dann tut mir das nach einiger Zeit weh. Und das habe ich hier zum Beispiel überhaupt nicht. Und ein Hauwerkzeug darf keine Vibrationen weitergeben. Ja, Feuerstahlbedienung ist nicht, das geht hier einfach nicht aus. Das liegt daran, dass hier hinten der Klingenrücken, ja, so, ich weiß nicht, ich glaube, dass die da drauf geschlagen haben, damit das so ausschaut. Ich habe keine Ahnung, aber das schaut sehr schön aus, bedeutet aber, Feuerstahlbedienung, da geht überhaupt nichts. Gut, jetzt habe ich mir gedacht, ich habe keine anderen Reviews angeschaut oder was durchgelesen, ich weiß überhaupt nichts davon. Ja. Vielleicht mache ich mich gerade lächerlich und es gibt irgendeine andere Möglichkeit, aber dieser Teil hier, wenn du mir reinschreiben magst, wie dieser Teil des Messers heißt, da wäre ich sehr erfreut. Der ist scharf, aber jetzt nicht so scharf, dass ich mir aufschneide, aber er ist scharfkantig. Das heißt, Feuerstahlbedienung könnte man so vorstellen, geht auch eigentlich ganz gut. Ich habe relativ wenig Gefühl, muss ich sagen. Es geht, wenn der Zunder gut aufbereitet ist und du brauchst natürlich einen großen Feuerstahl. Wenn du so ein ganz kleines Miniteil hast, dann wird es mit dem unlustig, das wird es nicht spielen, aber grundsätzlich machbar. Sollte es eine Version 2.0 geben, dann würde ich anraten, oder anraten, das hört sich immer so an, es wäre der Reine der Coole und ratet wie. Nein, das meine ich überhaupt nicht, aber wenn ich das Messer jetzt neu machen müsste, dann würde ich erstens einmal das hier wegnehmen, weil ich sehe darin, wie gesagt, keinen echten Vorteil. Natürlich, ich muss es jetzt so nehmen, wenn ich feinere Schnitzarbeiten machen mag, das ist klar. Aber ich bin mir sicher, wenn man das ein bisschen anders macht, könnte man es da genauso gut machen, aber ich verliere genau diesen Teil an Stahl, der ja eigentlich für nichts dann gut da ist. Aber egal, ich bin schon ruhig. Und ich würde mir eine Feuerstahlbedienungsdingsbums hier irgendwo wünschen, dass man machen kann, das wäre schon irrsinnig cool. Aber sonst taugt es mir total. Ja, das war das Video. Ich mag zu einem Zusammenfassung, zu einem Fazit kommen. Ich war am Anfang skeptisch, ich habe mir gedacht, du, die Kontrolllinie da jetzt so, wird das was? Und du hast gesehen, es haut rein wie Sau, da gibt es überhaupt nichts. Es ist sehr, sehr schön verarbeitet. Genauso wie zum Beispiel dieses Schmiedeglutzaki 3.0. Klick auf das i oben. Das habe ich auch vorgestellt. Das sind einfach durch dieses Schmiedeglut, das sind einfach Messer, die nicht einfach vom Band fallen, sondern da sieht man, dass da jemand dran gearbeitet hat. Also man merkt den Preis. Ich gebe da billige Eigenwerbung, den Link auf Amazon und auf Schmiedeglut. Schaust du an, die aktuellen Preise. Das ist natürlich höher als andere, das ist klar. Aber dafür hast du auch was anderes. Es ist, man merkt es, wenn man es in der Hand hat. Und wenn dir dieser Stil gefällt und wenn du ein Hauwerkzeug suchst, ein Hackwerkzeug, bist du auf der richtigen Linie, sage ich jetzt mal. Von der Klinge her, hier oben der Klingenrücken, der ist relativ breit, der geht einmal gerade runter. Dann ist ein Winkel und dann ist noch einmal ein Winkel, nämlich auf einen Scandi-Schliff, so wie ich das jetzt interpretiere. Das heißt gerade, erster Winkel, dann steilerer Winkel und auf den Scandi eben, keine weitere Phase. Und das ist wahrscheinlich dem geschuldet, damit man auch ein bisschen schnitzen kann damit, ja? Damit das nicht nur einfach ein Keil ist, sondern dass man damit auch was tun kann und das geht natürlich. Ja? Und wie gesagt, also, das ist überhaupt kein Thema. Ich finde es ein gutes Allround-Werkzeug, wenn dir der Stil gefällt und du so etwas suchst. Ich werde es in den Langzeittest nehmen. Und schauen, wie es sich, ich werde es auch bei den Survival Trainings mitnehmen, den Teilnehmern geben. Da müssen wir mal schauen, wie sich die damit tun. Vielleicht auch Anfänger, wie Anfänger damit arbeiten und werde in einem Jahr darüber berichten. Und mir gefällt es auf jeden Fall. Ich mag dich jetzt um einen Kommentar bitten. Kennst du dieses Messer? Ja? Hast du es? Was ist dein Eindruck? Vielleicht auch im Vergleich, wenn du das Saki-Messer zum Beispiel hast oder beide, wie du das beim Arbeiten findest, dass das zum Beispiel das kleinere Messer ist zum normalere Arbeiten machen und das zum draufhauen. Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Schreib mal einen Kommentar. Daumen nach oben oder nach unten, wenn du es wieder magst.
Abo dalassen. Link findest du natürlich zu diesen Produkten hier, eh ganz klar. Da geht es auch in meinen Shop, wenn du da mal vorbeischauen willst. Ein anderes Video zum Anschauen. Es hat mich gefreut, dein René Rossmann. Bis bald und ciao, ciao.